Die Mecklenburgische Seenplatte nördlich von Berlin. Das über 30.000 Hektar große Areal ist das Einsatzgebiet der Wasserschutzpolizisten Matthias Krüger und Raimund Scheel. Die beiden sorgen auf der 25 Kilometer langen Wasserstrecke dafür, dass sich die Bootsführer an die Regeln halten. Im Großen und Ganzen kann man es ja mit der Landpolizei so vergleichen, was wir machen. Wir machen eben das Identische nur auf dem Wasser. Und die Gefahren, die ich im Straßenverkehr habe, habe ich natürlich auch auf dem Wasser. Auf dem Wasser habe ich zwar nicht so hohe Geschwindigkeiten wie auf der Straße. Das Gefahrenpotenzial ist allerdings trotzdem vorhanden. Im Frühling und Sommer sind die beiden täglich auf Streife. Kurz nach dem Auslaufen fällt ihnen das erste Boot auf. Wir kontrollieren jetzt mal das Sportboot da, das orange Schlauchboot. Da ist nämlich kein Kennzeichen dran. Der Motor hat 4 PS und mehr als 3 PS braucht er ein Kennzeichen. Das besagt die Kleinfahrzeug-Kennzeichenverordnung. Der Bootsführer braucht zwar keinen Führerschein, aber einen Versicherungsschutz. Hallo, wir würden mal gerne längsseits kommen. Schönen guten Tag, Krüger mein Name, von der Wasserschutzpolizei. Sportbootkontrolle würde ich gerne durchführen bei Ihnen. Mir stellt sich die Frage, ich habe keine Kennzeichnung an Ihrem Fahrzeug gesehen. Die habe ich auch ja nicht. Und Ihr Motor hat 4 PS. Das ist ganz schön viel, wa? Wäre ein PS mehr als erlaubt. Also ab 3 PS braucht man ein amtliches Kennzeichen vom Fahrzeug. Wenn Sie mit dem Boot fahren wollen, viel, ja. Bis 3 PS. Ich kann nicht den PS abwerfen. Wir sagen genau, ab 3 PS muss man ein Boot kennzeichnen. Nee, wie viel ist drauf hier? 4 steht dran. Ich kann es jetzt nicht anders belegen. Wenn 4 dran steht, gehe ich von aus, von der Größe her, die Erfahrungen sagen, auch ein 2,5 PS zum Beispiel wäre einen ganzen Zacken kleiner. Ausweis bei? Nee. Irgendein Ausweisdokument? Führerschein, Studentenausweis, Schülerausweis. Ich bin irgendwas. Ist genau wie wenn ich mit dem Auto dagegen fahre. Muss ja irgendein Ausweisdokument bei haben. Sogar einen Führerschein, wenn ich mit. Führerscheinfrei ist das noch? Führerscheinfrei ist es bis 15 PS. Das ist okay. Ne? Die Verordnung stammt aus dem Jahr 1995. Wie ein Auto braucht auch ein Boot ein Kennzeichen. Aus gutem Grund. Na, ein Beispiel wäre, Sie fahren jetzt mit dem Fahrzeug und fügen irgendjemand Schaden zu. Irgendeiner, der hier badet, den fahren sie mit dem Motor über den Kopf. Ja. Und später wird der Polizei gesagt, da ist ein Herr mit freiem Oberkörper, mit einem gelb-orangen Schlauchboot, steht nichts dran, außer so ein Herstellername, und der ist den über den Kopf gefahren, ist dann weggefahren. Ein Beispiel. Mord. Hätten Sie ein Kennzeichen dran, würde ich sagen, das war so ein gelb-oranges Boot mit dem Kennzeichen, naja, Warnentrennung, bla bla bla. Ne? Das kann man auch nicht mit einem 2 PS machen, das geht natürlich bloß mit einem. Wenn Sie mit einem Auto ohne eine Zulassung fahren, begehen Sie sogar eine Straftat. Das geht. Hier ist es nur eine Ordnungswidrigkeit. Mit einem 4 PS, also über den Körper rüberfahren. Mit einem 2 PS geht das ja nicht, ne? Sie wollten von mir ein Beispiel hören. Die Polizei, ne, denkt sich das nicht aus. Die Polizei ist nur dafür, das zu überwachen. Sie können die Maßnahme allerdings auch komplett ablehnen, sprich in einen Widerspruch gehen. Dann würde ich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen Sie fertigen. Die Option besteht auch noch. Mit einer Leistung von 4 PS kann das Schlauchboot rund 12 Kilometer pro Stunde fahren. Dadurch fährt es schnell und ist somit gefährlicher als langsamere Boote. Was macht man da? Normalerweise müssen Sie das Geld wegnehmen. Können wir uns anders vielleicht einigen? Wie? Dann machen Sie mir Vorschlag. Also eigentlich müsste ich Ihnen jetzt 55 Euro mit 55? Wegnehmen, weil Sie kein Kennzeichen dran haben. Haben Sie dann Geld bei? Ja, aber nicht so viel. Dann spreche ich Ihnen 25 Euro aus. Das ist ja immer noch so viel. Ja, was soll ich machen? Zähne sagen. Aus sozialen Aspekten, weil Ihr Boot ja nicht das Neueste ist, gehe ich von aus, Sie sind jetzt nicht einer, der doll vermögend ist, gehe ich aus sozialen Gründen runter auf 25 Euro und spreche die jetzt aus. Die können Sie bar bei mir so begleichen, damit ist die Sache aus der Welt und ich gebe Ihnen die Auflage, dass Sie so nicht weiterfahren dürfen. Der Hobbykapitän spart zwar jetzt 30 Euro, versteht die Aufregung aber trotzdem nicht. Wie gesagt, ich bin heute auf dem See immer und man denkt man ja auch nicht gleich, dass man verfolgt wird. Matthias Krüger hat in diesem Fall seinen Ermessensspielraum genutzt. Auf dem Wasser läuft das mal ein bisschen anders. Man muss immer im Rahmen der Verhältnismäßigkeit handeln. Darum hatte ich mich jetzt entschieden,
sag mal so, alles, was er hatte, eben noch wegzunehmen hier vor Ort. Und damit ist die Sache dann gut. Die Wasserschutzpolizisten sind von März bis Oktober auf der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs. Für Matthias Krüger ist es der Traumjob. Ich bin bei der Wasserschutzpolizei, weil ich mal den Beruf des Binnenschiffers gelernt habe. Ich komme aus einer Familie mit Schiffern, mit Binnenschiffern. Und bin quasi der Erste aus meiner Familie, der dann abtrünnig geworden ist, der Schifffahrt. Wie sage ich immer, spaßeshalber, der auch zum direkten Feind übergesiedelt ist, wenn man so möchte. Und dafür, darum war das für mich eigentlich nicht so überraschend, dass ich früher oder später bei der Polizei dann bei der Wasserschutz lande. Matthias Krüger und Raimund Scheel haben es meist mit Hobbykapitänen zu tun. Und schon fällt ihnen der Nächste auf. Fahr mal da hin. Wir kommen mal längsseits, ja? Wir kommen auf Seite. Ja. Der hat hinten einer drauf zu sitzen. Und das ist ein Utensil zum Hinterherziehen. Sprich, er würde unter die Wasserschiffsverordnung fallen. Ist egal, mit welchem Tempo er den zieht, wenn er hinten drauf liegt. Aber er darf das nur auf einer Wasserskistrecke machen. Und eine Wasserskistrecke im Bereich Rheinsberg gibt es nicht. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit von Wasserskifahrern gibt es extra ausgeschriebene Strecken. Geht der Mann auf dem Reifen im engen Kanal über Bord, ist er eine Gefahr für sich und andere Bootsführer. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die Wasserschutzpolizei. Ja? Kommen Sie zu mir. Wissen Sie, warum wir rangekommen sind? Ja, wegen die Reise. Verstoß gegen die Wasserskiverordnung. Ja, doch, doch, wissen wir schon. Ist klar. Und ja, deswegen, das war eigentlich der Hauptgrund. Und der zweite war gleich, weil, wenn einer mich so mit Ahnen schreit, ne, frage ich mal nach Alkohol. Ist richtig. Wie sieht's aus mit Alkohol? Jetzt, ja. Alkohol getrunken? Freiwillig atmen am Alkohol? Ja, natürlich. Raimund, gibst du mal eine Puste? So lange, bis ich Stopp sage. Muss jetzt ein Alkoholtest machen, Kai? Stopp. 1,7. Das wäre ja. Das wäre. Kleiner Spaß. Der Mann ist nüchtern. Doch die Kontrolle ist noch nicht beendet. Ich würde mal gern zur Kontrolle Papiere vom Fahrzeug und Sportbootführerschein. Haben wir gestern im Haus vergessen, da haben wir gestern... Wie gehört das Boot? Mein Vater. Okay, und Sportbootführerschein? Ja, dein. Ich hab einen. Kann ich den sehen? Sein. Den brauche ich nicht, seinen brauche ich nicht. Der Mann hat weder Papiere noch seinen Führerschein dabei. Matthias Krüger muss daher eine Geldstrafe verhängen. Da hilft es nicht, dass seine Freunde ihre Lizenz, sprich Führerschein, dabei haben. Verantwortlich ist der Bootsführer. Also die Verstöße, die vorliegen, sind einmal nicht mitführen der Dokumente wie Sportbootführerschein, wie die Kennzeichnung vom Fahrzeug oder der Nachweis vom Kennzeichen der Fahrzeuge. Und das andere war das Hinterherziehen dieses Ringes. Der bezahlt jetzt 35 Euro, weil er außerhalb einer Wasserskistrecke Wasserski gefahren ist. Es sah zwar nicht aus wie Wasserskifahren, aber es gilt laut Rechtsprechung als Wasserskifahren. Eigentlich kostet der Verstoß 55 Euro. Doch Matthias Krüger drückt ein Auge zu. Wenn das jetzt Ihr Beiboot, können Sie hinterherziehen. Ja, ist ja am Ende das Gleiche, oder nicht? Nein, ist es nicht. Es ist hergestellt für sowas. Sie würden sowas nicht als Beiboot zulassen bekommen. Okay. Und es ist ein Badeutensil, Spaß- oder Sportutensil. Raimund, ja? Machst mal bitte einmal eine Quittung. Wir können auch noch mal so eine Gestellte-Szene machen. Irgendwas. Ich glaube, wir haben 5 Euro Schein ist durchgerissen. Oder? Können wir noch mal so eine Gestellte-Szene machen? Bitte. 35 Euro Strafe zahlen die Männer. 20 Euro weniger, als es eigentlich kosten würde. Knapp 100 Personen haben die Brandenburger Polizisten im vergangenen Jahr auf ihren Seen angehalten, weil sie betrunken Boot gefahren sind. Das war das ja nicht so bewusst jetzt hier. Ne? Wir haben uns rausgehalten. Ist ja auch relativ nett und nicht relativ, erst nett und kulant. Also das passt schon. Die Maßnahme wäre anders verlaufen, wenn ihr jetzt mit dem Ding hinten dran einen Gleitpfad aus dem Kanal gekommen wärt. Wenn er jetzt hinten so vom Boot fällt, im schmalen Kanal, oder von seinem Utensilfeld im schmalen Kanal, müsste jetzt erstmal ein Mann-über-Boot-Manöver eingeleitet werden. Wenn ich denn hier noch zum Beispiel gerade 5 Charterboote vor mir habe und 3 hinter mir, könnte das dann für den, der hinten drauf saß, sehr gefährlich werden. Der Männertrupp setzt seine Spritztour auf der Seenplatte fort. Häufig verstoßen Wassertouristen gegen Gesetze, weil sie sie gar nicht kennen. So wie der Nächste. Den Wasserboot- und Fahrrad werden wir mal mit kontrollieren, ob er wirklich eine Wanderfahrt betreibt
oder ob er aus Spaß hier lang fährt. Eine Wanderfahrt ist eine Tour mit festem Ausgangs- und Zielpunkt. Oder einfacher, man bewegt sich ohne Umwege von A nach B. Weil das Fahren mit Wassermotorrädern außerhalb von Wassermotorradstrecken verboten ist. Man kann fahren mit Wassermotorrädern Wanderfahrten von Punkt A zu Punkt B. Man darf nur mit einem klar erkennbaren Geradeauskurs und fahren unter Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit, was er macht. Aber trotzdem, weil er hier aus dem Hafendorf kam, fährt in Richtung Schleuse und man ist ja klar, dass bei der Schleuse jetzt gleich zu Ende ist. Oder er fährt eben durch, werden wir mal sehen, wir werden ihn mal fragen. Denn der Mann macht kehrt und fährt wieder zurück. Das ist verboten. Schönen guten Tag, Krüger ist mein Name. Hallo. Von der Wasserschutzpolizei. Ich hätte gerne den Nachweis vom amtlichen Kennzeichen. Ja, Moment. Frage wäre, wo steht Ihr amtliches Kennzeichen? Hier. Sie sind im Urlaub hier? Ja. Wissen Sie, wie Sie mit dem Wassermotorrad fahren dürfen, wo Sie fahren km/h. Dürfen? Genau, weil eigentlich dürfen Sie nur auf Wassermotorradstrecken fahren. Ja. Ah? Und außerhalb Wanderfahrten von A nach B. Ja. Klar, kennt man gerade Auskurs, Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit. Ja. Ich wollte mit ihr ein bisschen kleine Runde. Haben Sie gemacht? Okay, war alles okay. Ja. Aber seit 9 ist es so, wenn Sie mit Wassermotorrad fahren, zählt zu Wanderfahrt nur dann, wenn Sie von Punkt A nach Punkt B fahren. Also zum See praktisch. Zum See? Ja. Aber wenn Sie innerhalb von einer Stunde zurückkommen, ist schon keine Wanderfahrt mehr. Okay, ich bin jetzt in Minute unterwegs, bin ich gerade abgebogen. Wenn ich jetzt ganz hart wäre, würde ich sagen, Sie sind von da hierher gefahren zur Schleuse, haben hier gedreht und fahren wieder zurück. Okay. Dann wäre theoretisch keine Wanderfahrt mehr. Das kostet mindestens 55 Euro Strafe. Doch Matthias Krüger drückt auch hier ein Auge zu. Alles, was Spaß macht mit dem Ding, dürfen Sie ja nicht. Weiß ich. Wissen Sie? Ja. Sie haben auch Ihr Kind drauf, da gehe ich von aus, Sie werden das nicht heizen. Ja. Ne? Auf dem See 25, ja. Gerade über den See rüber, ja. Im Kanal 9. Ja. Nicht springen und so weiter. Genau, alles, das, was Spaß macht, eben nicht. Ne? Die meisten, die so ein Ding haben, kaufen sich so ein Ding, um ballern, ja. Um zu ballern, genau. Jetzt habe ich Sie belehrt, wie Sie sich verhalten dürfen. Wenn ich Sie jetzt über eine Welle hopsen sehe dann oder einen Kreis fahren sehe, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, eine Anzeige bei Vorsatz. Ja. Weil Sie wissen genau, Sie dürfen es nicht und machen es trotzdem. Ne? Und dann wird es teuer. Mhm. Richtig teuer. Na, 700-800 Euro, so, wa? Da Matthias Krüger ein Herz für Touristen hat, lässt er den Mann ohne Strafe weiterfahren. Und die Wasserschutzpolizisten Raimund Scheel und Matthias Krüger kontrollieren weiter ihr 30.000 Hektar großes Revier der Mecklenburgischen Seenplatte.